貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？Ni hao, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, ihr seht schon, ich bin auf dem Entwickler-Account und heute werde ich euch den neuen Brawler Nani vorstellen, Leute. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe heute Geburtstag und ja, heute Abend gibt es auch einen Geburtstagsstream, beziehungsweise vielleicht, wenn ihr dieses Video anschaut, habe ich vorher einen Stream schon gemacht. Schaut gerne mal vorbei und wenn euch dieses Video gefällt, Leute, lasst gerne einen Like da. Ihr wisst, dass Puki etc., die konnten natürlich auch vorher uploaden, so wie ich auch. Nur macht es für mich keinen Sinn, Leute, weil wenn ich uploade, guckt ihr das meistens bei den anderen. Also wir können das nur gleichzeitig hochladen. Deswegen, ja, lade ich das am nächsten Tag hoch, Leute. Mich würde freuen natürlich, wenn ihr dieses Video bis zum Ende anschaut. In dem Video werde ich euch die Seltenheitsstufe zeigen und meine Meinung nach, wie Nani ist. Ich würde sagen, let's go! So Leute, und zwar ist Nani, wie ihr schon seht könnt, weiblich und ein Epic Brawler, also ein Epic Brawler, Leute. Ist auf jeden Fall sehr nice, werdet ihr auf jeden Fall alle, denke ich, sehr, sehr einfach ziehen können, was mich auch sehr, sehr freut. Und wir gehen mal zu seinem Damage, Leute. Oh, sein Damage ist auf jeden Fall auf Max Level ziemlich gut. Er hat 3360 Leben, macht 3x980 Schaden. Seine Reichweite ist sehr hoch, Leute. Nachladegeschwindigkeit ist langsam, das ist mir auch aufgefallen, als ich mit Puki ein Video gedreht habe für ihn. Seine Ulti ist, Leute, er schießt so einen kleinen Piep, also wie hieß der? Ja, Piep heißt der, lol. Er schießt einen kleinen Piep, das ist so eine kleine Rakete, die könnt ihr lenken und die explodiert. Umso länger sie fliegt, umso mehr Damage macht sie mit der Star Power, Leute. Ich zeige euch jetzt auch mal erstmal das Gadget. Das Gadget ist sehr simpel erklärt, Leute, ne? Und zwar, wenn ihr die Ulti benutzt, fliegt ja diese Kanone, die ihr lenken könnt, ne? Also fliegt ja Piep. Und wenn ihr dann aufs Gadget drückt, teleportiert ihr euch dahin. Was auch mega geil ist, das Gadget. Leute, schreibt auch gerne mal in den Kommentaren. Vielleicht pushe ich, wenn der Brawler jetzt nicht so schlecht ist, ihn direkt am ersten Tag auf Rang 35. Ich habe jetzt in den nächsten paar Tagen etwas mehr Zeit wie sonst. Und ja. Wir gehen jetzt mal zu der ersten Star Power, sie heißt Autofokus. Piep verursacht, je nachdem wie weit er fährt, bis zu 2500 Schaden, Leute. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt mal. Im Custom Game, ich mache jetzt auch keinen Cut. So, als erstes lade ich mal meine Ulti. Ihr seht jetzt, wenn ich meinen Piep schmeiße und direkt reinlaufe, mache ich 3337. Jetzt passt auf, jetzt lasse ich die bisschen piepen, lol. Ein bisschen fliegen. Ihr seht, die wird auch immer schneller und schwerer dann zu lenken. Ne? Und bam! Leute, einfach 4687 Damage. Das ist einfach so verrückt. Wirklich, Leute. Und Leute, die zweite Star Power ist auch sehr einfach zu erklären. Gehärteter Stahl. Nani erleidet 80% weniger Schaden, während ihr Super Skill aktiv ist. Also Leute, während ihr eure Super benutzt, könnt ihr ja euch nicht bewegen. Und wenn ihr dann angegriffen werdet, habt ihr so ein kleines Shield außenrum. Und ihr kriegt einfach 80% weniger Schaden. Ich persönlich, Leute, würde euch empfehlen, die erste lieber zu kaufen. Weil die 2500 maximal mehr Schaden ist halt viel heftiger. Wir werden auch gleich mit Nani ein bisschen spielen, Leute. Und ja, hier steht noch, Nani liebt ihre Freunde und verliert sie nur aus der Linse. Nie aus der Linse, lol, Landi lost. Sie bekämpft Bedrohungen mit gewinkelten Schüssen. Mit ihrem Superskill übernimmt sie Kontrolle über ihren Kumpel Piep, der eine explosive Überraschung bereithält. Leute, ihr seht schon, feiere ich wirklich. Ich feiere diesen Brawler vom Design her. Ist sowas wie ein Mini-Rico und Bali, ne? So combined. Und ich würde jetzt sagen, Leute, wir spielen auf jeden Fall noch ein paar Runden und ich zeige euch den kleinen Nani. Leute, ich habe euch ganz vergessen zu sagen, wann der Brawler released wird. Und zwar wird der Brawler am 6. Juni verlost. Am 6. Juli wird der neue Brawler Nani released. Ich persönlich, wie gesagt, feiere den Brawler, aber er ist echt schwer zu spielen. Und das ist, also solche Brawler feiere ich mehr, ne, die mit Skill. Die, wo man Skill braucht. Also Nani, muss ich sagen, meiner Meinung nach, er ist nicht OP, Leute, bisher. Er ist, man kann ihn spielen, aber schwer, ne, also man muss echt gut spielen. Ihr seht, und let's go und bam. Ohoho, let's go, Leute, let's go. Nice.
Also ein Duo-Showdown würde der bestimmt cool sein. Leute, schreibt mal gerne in den Kommentaren, wo ich ihn spielen soll oder wo ihr ihn sehen wollt, dass ich ihn push. Ich denke, wir werden ihn auch direkt maxen. Vielleicht pushe ich ihn direkt oha, auf 1000. Okay, da kann ich ihn. Oh mein Gott. Wäre das kein Bot, wäre ich jetzt tot, zu 100%. Okay, ja, Leute, Bot. Manchmal sind die OP, manchmal sind die lost. Ist ja anders. Warte, warte, ich will ihn töten mit meiner Ult. Boom! Let's go! Warte, ich will mal jemanden one-shotten. Warte mal. Erstmal einen Cube holen. So, jetzt weiß ich nicht, wo der Bot ist. Ah, da ist er. Oh nein, ich habe ihn fast getötet. Oh, hier. Aber ich muss sagen, die Star Power ist echt stark, Leute. Die ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ich will ihn nicht komplett treffen, ne? Weil sonst stirbt er. Oh oh. Komm jetzt! Ich will ihn one-shotten mit meiner Kanone. Mit meiner Rakete. So, ja, er müsste ja zielen. Oh mein Gott. Oh, let's go! 6290 Damage, Leute, let's go! So, Leute, wir kommen auf jeden Fall zur nächsten Runde. Ich muss sagen, an sich sieht dieser Brawler sehr, sehr nice aus. Ja, er hat einfach so einen kleinen Roboter, der neben ihm herfliegt. Das feiere ich unnormal. Ist auch, glaube ich, sowas ähnliches wie ein Pet, kann man sagen, Leute. Es hat so, sowas hat Supercell auf jeden Fall noch nicht. Ah doch, Dynamike hat auch noch was. Nevermind. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? Den sieht man halt nicht. Der ist halt unter der Mütze. Aber hier... Der ist so nice, der Brawler, ne? No joke. Also ich feiere ihn. Auch, dass er kein Auto-Aim-Brawler ist, feiere ich, Leute. Er wird, glaube ich, wirklich nicht OP sein. Weil man mit ihm aimen muss. Und sein Reloading-Speed ist so langsam. Let's go, Leute. Wir probieren mal jemanden zu snipen. Ich höre schon Sounds. Und BAM! Leute. 5400 Damage. Ja, der hat zu viel Leben. Wir probieren es nochmal. Ich will ihn nicht töten. Warte, ich muss ihn kurz healen und mich auch healen. Oh, Leute, wir probieren was. Wir probieren was mit dem Gadget. Passt auf. Leute, Leute, jetzt pass auf, traut die Kulandi. Dieser Bot ist absolut OP. Okay. So, jetzt. Oh, hier sind zwei Kisten. Warte, die holen wir uns doch. Nice. So, jetzt schnell Schüsse reloaden, ne? Und let's go. Und teleportiert. Oh, let's go, Leute. Und so benutzt ihr den Gadget. Leute, denkt daran, heute gibt es zwei Streams. Also wenn ihr das Video jetzt anschaut, ist der erste Stream schon vorbei. Ja, ein kleines Geburtstagsstream. Abends werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger streamen. Teilt gerne, Leute, meinen Kanal mit euren Freunden. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, kann ich auch gleichzeitig hochladen mit den ganzen anderen YouTubern. Das darf ich ja auch, Leute. Ich bin ja auch Supercell-Partner. Aber meiner Meinung nach macht es halt nicht sehr viel Sinn, weil irgendwie, wenn ich... Das hört sich jetzt komisch an, aber wenn ich auch hochlade mit denen alle gleichzeitig, dann kriege ich die Views nicht. Und das rentiert, also was heißt, kriege ich die Views nicht? Das rentiert sich halt einfach nicht für mich. Deswegen lade ich das auch immer am nächsten Tag hoch. Leute, schreibt mal gerne in den Chat, in den Kommentaren eure Meinung, ob ich trotzdem einfach hochladen soll mit allen anderen gleichzeitig oder ob ich es einfach, wie ich das heute gemacht habe, einfach am nächsten Tag hochlade. Kosten mich wahrscheinlich sehr, sehr viele Views, aber ist ja nicht schlimm, ne, Leute, ist ja nicht schlimm. Nani? Okay, jetzt. Warte, ein bisschen warten, Leute, let's go. Oh, bam. Oh, lol, dieser Bot, er benutzt einfach seine Ulti. Warte, ich will ihn nicht töten. Ich will ihn nochmal mit meiner Kanone töten. Mit meiner Rakete. Warte, ich lasse ihn erstmal hier. Oh, let's go. Let's go. Oh, let's go. Oh, oh.
Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Kommt heute Abend gerne vorbei beim Stream. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns heute Abend. Übrigens gibt es heute Abend auch kleine Giveaways. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.